Wenn wir jammern, Anwesende immer ausgeschlossen, aber wenn wir jammern, jammern wir immer über die Welt da draußen. Also der Verkäufer sagt, die Kunden sind nicht okay und die Marktlage ist beschissen und so weiter. Schuld sind also irgendwie immer die äußeren Umstände, andere Menschen. Der weise Mensch. Wir halten uns gerne für die Krone der Schöpfung. Wir sollten aber überlegen, die Dinosaurier haben 5 Jahre in diesem kosmischen Spiel überlebt. Und wir sind erst 3 Stunden alt. Ist noch gar nicht gesagt, ob wir überleben werden. Und in diesen 3 Stunden haben wir schon eine Menge Schaden angerichtet. Das haben die Dinosaurier nicht getan. So. Und vor einer Minute haben wir den Ackerbau erfunden. So lange hat's gedauert. Und diese eine Minute ist die Phase, die wir meinen, wenn wir von Kultur, Zivilisation und all diesen Dingen reden. Ist diese letzte Minute gewesen. Wir sehen also ganz wesentlich, dass die Entwicklung immer schneller wird. Wir sprechen von exponentiellen Kurven. Und eines unserer Probleme, wenn wir in die Zukunft denken wollen, ist, dass wir nicht gelernt haben, mit exponentiellen Kurven umzugehen, denkerisch. Die erste exponentielle Kurve, die Sie wahrscheinlich kennengelernt haben, war die Wachstumsbevölkerungsexplosion. Das ist eine dieser Kurven. Exponentielle Kurven sind deswegen so gefährlich, weil wir nicht gelernt haben, in ihnen zu denken. Das heißt, wir projizieren gewisse Entwicklungen, mehr oder weniger linear, leicht angehoben in die Zukunft und glauben in etwa zu wissen, wo eine Entwicklung langlaufen wird. Diese Exponentiellheit der Kurven, da gibt es ein sehr schönes Fallbeispiel dafür. Manche kennen die Geschichte von dem Sultan, der mit seinem Visier regelmäßig Schach gespielt hat, den er sehr geschätzt hat, und als sie mal wieder vor dem abgeräumten Schachbrett saßen, hat der Sultan gesagt, hör zu, du bist so ein guter Visier und so weiter, möchte dich belohnen, wünsch dir was. Und der Visier hat gesagt, er möchte Getreidekörner haben, ich habe einen Fehler reingebracht, Sie wissen, wie ein Schachbrett aussieht, er möchte Getreidekörner haben, und zwar am ersten Tag, das sind 64 Felder auf dem Schachbrett, am ersten Tag aufs erste Feld 1, am zweiten Tag 2, am nächsten Tag 4 und so weiter. Also eine ständige Verdoppelung. Jetzt schätzen Sie mal, wie viele Getreidekörner wir so um den 10. Tag herum haben. Also am 10. Tag hat der Sultan seinen Visier geköpft. Da kam er nämlich drauf, dass die Aufgabe nicht lösbar ist. Wir bräuchten mehr Getreidekörner am 64. Feld, als wahrscheinlich Atome im Universum sind. Eine Zahl, die ist so gigantisch, die kann man sich gar nicht vorstellen. Wir sind nicht gewohnt, in diesen Verdoppelungen zu denken. Und alle Entwicklungskurven, die für uns wichtig sind, für unsere Zukunft, sind exponentiell. Wer von Ihnen hat Toffler mal gelesen, und zwar Zukunft Chance? Schade, das Buch ist nämlich jetzt vergriffen. Toffler ist der Mann, der vor circa 30 Jahren mit dem Zukunftsschock schockiert hat. Das kennen alle vom Hörensagen, das haben auch die wenigsten leider gelesen. Wenn Sie Toffler kriegen können irgendwo, es lohnt sich für uns Trainer unbedingt, Toffler zu lesen. Es ist eine Trilogie. Es war der Zukunftsschock, gefolgt von der Zukunftschance, 25 Jahre später, vor circa 8 Jahren, gefolgt von Machtbeben. Das ist noch im Handel erhältlich, können Sie zumindest da einsteigen. Und Toffler hat gesagt, es gibt 3 große Wellen, wie sich die Menschheit entwickelt hat. Die erste Welle ist die agrikulturelle Welle. Die beginnt bei dieser Zeichnung in dem Größenverhältnis da drüben im Nebengebäude und hat sich ganz, ganz, ganz langsam angehoben entwickelt, bis sie dann exponentiell wurde. Das heißt, es hat sehr lange Zeiten viele Leute gegeben, die noch keinen Ackerbau hatten. Und dann kam irgendwann dieser Schub und dann war es relativ schnell, bis die ganze Erde überall Ackerbau betrieben hat. Wir finden ab und zu mal sogenannte Primitive in irgendwelchen Urwäldern, die noch nicht Ackerbau betreiben, aber das sind heute minimale Ausnahmen. Das war die agrikulturelle Welle, die uns natürlich geprägt hat. In dieser Zeit haben wir produziert und konsumiert. Das lag in einer Adresse. Mit dem Überschuss haben wir Handel getrieben. Und dann kristallisierten sich die ersten Berufszweige heraus,
die gar nicht mehr produziert haben, die von den anderen mit Waren beliefert wurden für irgendwelche Dienstleistungen, die sie hatten, wie zum Beispiel Werkzeugmacher, Schmied und so weiter, die haben dann von dem Überschuss der anderen profitiert. Insbesondere die Priesterkaste nicht zu vergessen, die uns gesagt haben, wo es lang geht. So, dann kam die zweite Welle, die industrielle Welle. Die wurde vor 300 Jahren steil ansteigend und Mitte der 50er Jahre wurde sie exponentiell. Den Zenit haben wir schon überschritten. Sie alle wissen, wir sind im postindustriellen Zeitalter. Das ist ein Gedanke von Toffler. Aber schauen wir uns kurz das industrielle Zeitalter an. In dieser Zeit wimmelt es von Trennungen. Der Produzent und der Konsument werden jetzt künstlich getrennt. Nur so konnte es zum Konsumterror kommen. Der Mensch wurde von seiner Arbeit getrennt. Wenn ich Bauer bin und melke die Kuh, weil das Euter voll ist, brauche ich niemanden, der mir einen Befehl gibt, die Kuh zu melken. Ich sehe einen Sinn in der Arbeit und die Zeiten, wo man was tut, ergeben sich aus gewissen Rhythmen in der Natur. Jetzt bin ich in einer Fabrik ein kleiner Roboter und soll irgendwelche Knöpfe drücken oder Sachen falten oder sonst was machen, deren Sinn ich nicht ganz sehe. Also hat man jetzt langsam aber sicher ein Motivationsproblem mit mir, weil ich den Sinn gar nicht sehen kann. Leute müssen ja nur motiviert werden, wenn sie irgendwie nicht ganz sehen, einsehen, was sie da machen sollen, warum sie es machen sollen und warum sie es so machen sollen. Dann haben wir jetzt die Entscheidenden, die Obermacher da oben und das Fußvolk da unten. Wir haben lauter Trennungen. Und das Industriezeitalter ist der Höhepunkt des klassischen wissenschaftlichen Weltbildes, das auch zu Ende geht. Schauen Sie, der Frühmensch war, wenn Sie so wollen, Esoteriker. Der war eingebettet in die Natur, war mystisch oder wie immer Sie das nennen wollen. Da gab es Götter und Geister, die alles geregelt haben und er war halt da drinnen. Und dann kam ein Umweg und seit einigen Jahrzehnten schütteln sich die Esoteriker und die Exoteriker schon wieder die Hände hinter der Bühne, weil sie komischerweise zu denselben Ergebnissen gekommen sind, was uns wissenschaftsgläubige Leute natürlich tröstet, dass sogar die Wissenschaft jetzt auch herausgefunden hat, dass. Das Weltbild der Wissenschaftler war, hier bin ich als Subjekt, hier ist die Welt, das sogenannte Objekt, daher das Märchen von der Objektivität. Hier ist eine Glasscheibe, die ich dazwischen schiebe. Und ich kann als Beobachter diese Welt beobachten, ohne Einfluss zu nehmen auf diese Welt. Ich bin also außen vor. Ganz einfaches Beispiel, ein Gewitter. Für den Menschen der Frühzeit, der eingebettet war in diese Welt, wenn jetzt ein Gewitter kam oder sowas, dann hat er sich gefragt, was es bedeutet. Detlefsen gibt ein wunderschönes Beispiel. Er sagt, wenn Sie einen Brief bekommen, der wissenschaftliche Approach ist jetzt das Papier zu analysieren und die chemische Zusammensetzung der Tinte zu analysieren und vielleicht die Formen der Buchstaben zu analysieren und das Papier zu wiegen. Und der Esoteriker würde daneben stehen, Kopfschütteln und sagen, ich täte ihn halt lesen. So, ich möchte den Weg in die Zukunft mit einem Blick in die Vergangenheit beginnen, weil ich Ihnen da was ganz Wesentliches zeigen werde. So, wir brauchen jetzt zwei Personen. Michael, du nimmst da drüben das Seil und da drüben jemanden. Wie machen wir es? Hinten? Ja, kannst du rauf. Sehr schön. So. Ganz auseinander. So, Sie kennen vielleicht das Denkbild von Carl Sagan oder Sagan, wenn Sie wollen, der gesagt hat, wenn wir die Entwicklungsgeschichte dieses Planeten in ein Zeitrafferjahr pressen würden, dann hat am 1. Januar alles begonnen. Wir sind jetzt am 31. Dezember Mitternacht. Bisschen höher, dass man es gut sehen kann, dass ich noch hinkomme. So, dieses Seil symbolisiert jetzt dieses Jahr. Also hier hat alles angefangen, Big Bang oder was auch immer der Anfang war, darüber gibt es verschiedene Theorien. Dann hat es sehr, bisschen straffer. Dann hat es sehr lange gedauert, bis Leben entstehen konnte auf unserem Planeten. Das war ungefähr hier. Hier haben wir also die Vorläufer einzellige Lebewesen. Dann haben die angefangen, sich zusammenzurotten, zu kommunizieren, Informationen auszutauschen. Dann wurden vielzellige Lebewesen draus. Und hier haben wir in dem Bereich das Zeitalter der Fische.
Also das ist ein entsetzlich langer Werdegang gewesen, bis wir zu den Fischen kamen. Und dann ging es immer schneller, wie Sie alle schon wissen. Hier haben wir im Dezember, den 24. bis 28. Dezember, das war das Zeitalter der Dinosaurier. Also am 24. Dezember ist nicht Jesus geboren in dem Zeitrafferjahr, sondern der Dino. Und am 28. ist er verschieden. Und hier am 31., vielen Dank, lass mal fallen, am 31. Dezember, wir haben jetzt Mitternacht, vor 3 Stunden ist der Homo sapiens, also das, was wir uns für halten, erschienen.